Willkommen zum Thief Simulator. Richtig guter Name und richtig lustiges Spielprinzip für ein neues Spiel von den Publishern Playway. Finde ich sehr cool. Besonders sieht das Ganze schon mal nicht schlecht aus und ist sogar schon auf Deutsch anscheinend. Das Spiel soll im November 2018 rauskommen, also diesen Monat noch. Und ich hätte gesagt, wir schauen uns einfach mal an. Ich habe auch gar keine Ahnung, was da abgeht. Also ich weiß, dass man klauen muss und auch ein bisschen aufpassen muss, aber ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das heißt, ihr seid jetzt mit mir erstmalig dabei, um herauszufinden, was kann das Spiel und was kann es vielleicht nicht. Mal gucken. Und da sind wir jetzt auch schon im Spiel. So, ich hätte gesagt, erster Auftrag, mal schauen, was uns erwartet, ne? So, Winnie ruft an. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen. Ah, das, okay. We got a lot of ground to cover. Von der Grafik her schaut das schon mal ziemlich cool aus, ne? Also, Ersteindruck, ziemlich atmosphärisch. The Lombardis paid your bail. Ah, ich war schon mal im Knast anscheinend, okay. But they're all about reciprocity, if you get what I mean. Wir brechen wahrscheinlich bei denen nicht ein, deswegen, okay. Das letzte Haus sollen wir verwüsten, alles klar. Wir haben ein Tutorial, Quickslot. Du kannst Items im Quickslot aufbewahren, um schneller auf sie zuzugreifen. Gehe zum Inventar, wähle ein Item und drücke auf Quickslot, okay. Inventar, Quickslot. Und jetzt kann ich hier quasi das auf den Quickslot legen mit der Brechstange. Sehr cool, okay. Und mit Tab kann ich das auswählen. Das ist sehr praktisch, ja. So. Kaputt. Gut, Schleichen. Beim Schleichen vermeidest du unnötigen Lärm, wenngleich du dabei langsamer bist. Drücke C, um zu kriechen. Okay, also. Let's go. Und ich find's cool, dass das Ganze schon auf Deutsch ist, ne? Ist nicht selbstverständlich. Ah, da ist jemand im Haus, ne? Wow, die schaut raus. Warte. Die hat irgendwas gemerkt vom... von dem Ganzen. Können wir da vorbeischleichen? Jetzt schaut sie nicht mehr. Okay. Wir sehen auch rechts am Indikator, quasi über der Karte, also links über der Karte sehen wir, ob wir gesehen werden und wie laut wir sind. Sehe ich gerade, okay. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Taschenlampe verloren. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Okay, wenn du dich nachts heimlich heranschleichst, ist es gut, beleuchtete Orte zu meiden. Deine Taschenlampe wird dich auch sichtbar machen, okay, gut. Gut zu wissen. Das ist relativ realistisch. Also wir sollten solche schicken Lichter auf jeden Fall umgehen. So, nehmen wir mit. Okay. Schauen wir mal. Hier müssen wir rein. Einmal zerschlagen. Alles klar. Zack. Und können wir rein? Ja. Sehr cool. Taschenlampe anscheinend mit F. Okay, die ist hell. Ja, kein Wunder. Good job. Time to redistribute a little wealth. Okay, was ist das hier? Ist das... kann ich mich da hinlegen oder wie? Oder wie ist das? Ah ne, warte, hier war gerade was. Spot verbergen. Ah, sehr cool, wir können uns unterm Bett verstecken. Gut zu wissen, ja, das könnte später vielleicht nützlich werden. Okay, und hier können wir jetzt das alles mitnehmen. Zack, rein damit. Gut, den Kochtopf. Guter Kochtopf. Nehmen wir alles mit. Geh in ein Auto und pass auf, dass dich niemand mit der Brechstange sieht. Okay. Schnell ins Auto. Können wir sogar Auto fahren? Das wäre cool. Moment, dann schnell wegstecken. So, zumachen. Guten Tag, wir sind ganz normale Mitbürger. Ja. Jetzt werden wir natürlich gesehen, aber das ist nicht so schlimm, weil... so, wir sind ja jetzt inkognito unterwegs. So, und jetzt können wir hier... ah, sehr cool. Wir können sogar fahren. Ist das cool oder ist das cool? Ich finde das cool. So, jetzt schnell weg hier. So. Hier links. Keiner hat's bemerkt. Wir haben einen alten Toaster und ein paar Kochtöpfe geklaut. Aber das ist auch das Richtige hier. So muss man das machen. So, wir haben XP dafür bekommen. Deepest Rating A. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Und jetzt sind wir bei unserem Versteck, oder was ist das? Also, das war jetzt die Taschenlampe. Ja, das wissen wir. Ungewollte Aufmerksamkeit, gab es noch ein Tutorial ablegen, genau, das haben wir auch gemacht. Und jetzt sind wir hier bei unserem, ich glaube, Versteck. So eine alte Lagerhalle oder Fabrikgelände. Und da haben wir auch hier unser Auto.
Können wir sogar hier den Kofferraum aufmachen. Ist ja cool. Okay. Gut. Und was ist hier? Good job, man. Das könnte funktionieren. Schlaf ein wenig und wir drehen das Ding morgen. Cool. Ich will aber noch schauen, was es hier noch alles gibt. Ah, und hier können wir uns Diebesgut kaufen oder Einbrecher-Tools. Kletterhandschuhe, automatischer Lockpick. Boah, das ist cool. Ein Tool, mit dem Türen automatisch geknackt werden. Juwelierwerkzeuge, Safeknacker. Boah, was es da alles gibt, ne? Cool, okay. Da bin ich schon sehr gespannt, was da alles auf uns wartet. Was es alles so gibt. Und den kann man dann auch irgendwann mal freischalten als Hacking-Werkzeug. Nicht schlecht. Gut, wir gehen ins Bett, schlafen eine Runde. So, schlafen. Ah, jetzt können wir hier auswählen, wie lange wir schlafen wollen. Bis 2 Uhr hier. Jetzt haben wir 2 Uhr. Ah, cool, okay. Oh ja, 12 Uhr. Und Tag haben wir natürlich auch als Möglichkeit. Aber wir wollen wahrscheinlich wieder Nacht haben. Wieder 23 Uhr am nächsten Tag, schätze ich mal. So, Ausgang, okay. Immer schön in der Nacht, ne? There's a few things I need to tell you. Okay, jetzt können wir am Computer was machen. Sehr cool. Tools for Thieves let you buy new kit online. Tools for Thieves. But you might not have what it takes to use them all. Das stimmt. Click on Steal Your Forum. Steal Your Forum. Ah, okay, es gibt noch mehr. Here you can buy secrets. Geheimnisse. Tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked. Ah, okay. Whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. Okay, auf Greenview 109. Hier, ja. Sicherheitstipps für Haus. Da kann man sich die Tipps kaufen. Ist ja cool. Tipps, welches Haus besser zu beklauen ist und was für Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. So, wir kaufen alles mal. Right. Now, go to your car. Also, es ist einfach, den kaputten Holzzaun im Hinterhof zu zerstören. Ein alter Fernseher, der viel wert ist. Ersatzschlüssel im Schrank. Das Haus steht die ganze Zeit leer. Okay. Cool. Also, auf was die für Ideen kommen, ne? Heftig, okay. Du brauchst leere Taschen. Im Pfandhaus. Muss ich jetzt ins Pfandhaus fahren wahrscheinlich, ne? Hätte ich gesagt. Na, schauen wir mal. Ah, Pfandhaus, okay. Mal schauen. Ah, hier können wir das ganze Zeug, was wir geklaut haben, verkaufen. Hello. Oh, 3 Dollar gleich und 8 Dollar, das ist ja heftig. Danke dir. It's time for Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. Der will den Fernseher haben. Okay, Greenview Street. Ich bin ja gespannt. Also, Ersteindruck vom Spiel, ich find's sau cool. Also, was die auch an Ideen haben und auch an Sachen gedacht haben, wie zum Beispiel jetzt auch diese Studio Forums und so, wo man sich Informationen holen kann über solche Häuser und so weiter. Das finde ich, ist auf jeden Fall sehr cool und lustig. Und auch, dass man Auto fahren kann, finde ich auch recht cool. So, das Auto parken wir irgendwie hier im Hinterhof oder so. Können wir hier? Ja, wir können hinfahren, wo wir wollen. Das ist sehr gut. Parken direkt hier hinten irgendwo. So, okay. Zumachen. Okay. Schauen wir mal. Hier ist der Tipp mit dem Holzzaun. Ist auch niemand in der Nähe gerade. So, man kann sich übrigens auch die Sachen erschweren, indem man dieses hat und auch diese Geräusch- und Sichtbarkeitsanzeige ausschaltet. Das wäre dann der Hardcore-Modus und den gibt's auch. So, können wir nicht rein. Aber wir schauen mal, wo wir am besten rein können. Können eigentlich hier das Fenster einschlagen. Rein da, zack. So, sehr cool, okay. Rein damit. Große Gegenstände. Um einen großen Gegenstand zu stehlen, TV, Drucker etc., musst du ihn in den Kofferraum verstauen und wegfahren. Okay, also bei großen Gegenständen ist es schon schwieriger. Wir können dann auch nicht mehr klettern, oder wie? Kann ich mir das vorstellen? Ah, okay, dann müssen wir durch die Vordertür raus. Oh, das ist natürlich auf jeden Fall gefährlicher, aber das kriegen wir jetzt auch hier nicht auf. Wir müssen auf jeden Fall durch irgendwas raus, was bereits geöffnet ist oder sonst was. Weil sonst kriegen wir das nicht hin. Hier abzuhauen. Okay. Hier ist ein Schlüssel. Ah, okay. Deswegen. Wir müssen den Schlüssel nehmen. Für die Vordertür. Damit wir überhaupt mit dem Fernseher verschwinden können. Weil es wird sonst schwierig, durch ein Fenster den zu tragen. Sonst würden wir ihn auch kaputt machen, ne? So, jetzt gerade im Moment keiner in der Nähe. Jetzt können wir gerade schnell laufen. Sollte kein Problem sein.
So, komm, 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 komm. Schnell, nein. So, komm, mach auf. So, rein damit. Gut. Zumachen. Okay. Haben wir sonst alles? Ich schau noch, ob wir hier noch mehr mitnehmen können. Ist ja wichtig. So, vielleicht gibt's noch irgendwas Wertvolles. Ist ja gerade keiner in der Umgebung. Hier ist Geld. Ja. Her damit. So, was gibt's hier? Alter Toaster. Mein Leibgericht. Beim Stehlen, ey. So, was gibt's hier alles? Hier kann man sich dann verstecken. Okay, das ist gut zu wissen. Sonst gab's hier nichts mehr weiter, ne? Spot verbergen. Nee, aber sonst sehe ich hier nichts. Ah, hier können wir noch reingucken, ne? Hier ist nichts. Schrank. Auch nichts. Ja, wenn es leer steht, wird hier auch nicht so viel zu holen sein. Außer ein bisschen Geld. Geld ist immer gut. Davon können wir uns neue Werkzeuge und alles kaufen. Ach, Kochtöpfe. Ja, sehr gut. Okay, okay, okay. Schnell weg hier. Raus, raus, raus. Da kommt jemand um die Ecke. Schnell Bewegung, Bewegung, Bewegung. Rein da. Ah, schnell weg. So. Und weg. So. Perfekt. Unsere Beute haben wir. Wir sind im Auto und die Polizei wurde nicht verständigt. Das ist doch optimal, hätte ich gesagt. Also, ich finde, das Spiel hat ja mal richtig Potenzial, besonders wenn es dann mal schwieriger wird. Ne? Wir dürfen nicht ins Pfandhaus, bedeutet, wir müssen heimfahren. Wurde gesagt, also den Fernseher dürfen wir auf jeden Fall nicht verticken, aber den Rest dürfen wir dann verticken. Vergiss nicht, verwendete Skillpunkte im Skilltabs zu verwenden, okay? Dieses Rating S, Ausrufezeichen. Okay, ist es besser oder schlechter? Das weiß ich jetzt gerade nicht. I see you got my screen. Go to Black Bay. Auf Black Bay kann man da Sachen verticken oder was? Sowas wie eBay, bloß als Verkäufer für... Okay. Ah, okay, sehr cool. Also sowas wie Schwarzmarkt quasi, ne? Deswegen heißt es ja auch Black Bay. Wahrscheinlich bei Elektronik. Ah, alter Fernseher hier, $60. Sehr gut. Rent a Thug. Was kann man da holen? Ihre Teller zerstören. Aha, ein Job. Okay. Now drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Okay, klingt ja schon mal nicht schlecht, ne? Die Teller zerstören. Okay, alles klar, in 110 sollen wir das machen. Das ist ja lustig. Oh Mann, also es gibt anscheinend auch dann so Aufträge, die wir bekommen, die wir einfach absolvieren müssen, wo wir dann einen fixen Preis kriegen, aber halt, ich weiß nicht, ob wir dann auch noch was stehlen dürfen. Aber halt nur als Auftrag dorthin fahren. Eben genau für das dann. So. Hier haben wir einen Zivilist. Ja, komm, lauf drüber. Gut. Ist ja lustig. So, aber ich hätte gesagt, Leute, wir schauen mit dem Teller zerstören im nächsten Video, wie es weitergeht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Thief Simulator. So als Ersteindruck. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao. If you ever need a help.